Papier machen ist nicht wirklich etwas Schmutziges, aber es ist etwas sehr Nasses und Feuchtes. Deshalb habe ich diese wunderschöne Fleischerschürze angezogen und trage auch Gummistiefel, weil es hat unheimlich viel einfach mit Feuchtigkeit zu tun. Das nächste oder das erste, was wir jetzt wirklich kurz vor dem Schöpfen machen wollen, ich rede wie so ein Dozent, ist erstmal einen Eimer nehmen und den mit Wasser zu befüllen. Dann nimmt man diese Platten mit Rohstoff, in diesem Fall ist das, wie schon gesagt, Flachs, und das weicht man dann ein. Ja, und während ich hier Wasser einfülle, die Zellstoffplatten schon mal eingeweicht habe und anfange, in kleine Stücke vorzureißen, damit ich sie später besser verarbeiten kann, zeige ich euch, wie im LVR-Museum Alte Dombach sowas geht. Papiermüller von damals haben das natürlich in viel größerem Stil gemacht, als ich das zu Hause mache. Und da gab es, bevor alles elektrisch wurde, diese Lumpenstampfwerke. Meistens waren es Kinder, die in Weidenkörben Lumpen angeliefert haben. Die wurden da reingelegt, da war schon etwas Wasser drin, ein bisschen vermengt. Und dann wurde mit sehr viel Getöse oben diese Stampfe eingehängt, durch die Walze angetrieben. Und die haben dann langsam in Stunden, tagelanger Prozedur die Lumpen zerkleinert. Angetrieben in diesem Fall durch Wasserkraft, das war eine Mühle, die mit Wasser lief. Die gab es aber auch mit Wind oder sogar mit Dampf. Ja, und dann ging's los. Dann musste langsam, aber sicher alles zerkleinert werden. Als es elektrisch wurde, kam der Holländer auf den Plan. Eine Maschine, die ursprünglich tatsächlich in Holland entwickelt wurde. Und die haben mit riesigen Walzen, wie man sie hier sehen kann, die Lumpen ebenso zerkleinert. Das war ein bisschen effektiver. Und man sieht in diesem Modell, wie das vonstatten gegangen ist. Die Walze ist jetzt zwar oben abgedeckt, aber hier wurde mit Wasser alles vermengt. Und am Ende kam hinten ein großer Faserbrei raus. In den großen Fabriken stand natürlich nicht nur ein Holländer, sondern viele. Ich habe keinen, aber ich nutze einen Mixer. Das ist ein Pürierstab, womit man auch Suppen machen kann. Den tunke ich jetzt rein und versuche, hier den Faserbrei zu zerkleinern. Jetzt wird es erstmal laut. Als nächstes geht es um die Zusätze, die jetzt noch zur Pulpe dazukommen. Das ist einmal Fixierung und Leimung, also einmal Fixierung und einmal Leimung. Und die Menge, die Dosierung richtet sich nach der Grammzahl an Pulpe oder an Rohmaterial, das man benutzt hat. Ich habe jetzt eine Platte genommen mit 100 Gramm, das ist jetzt 100 Gramm gepresster Flachs. Den habe ich eingeweicht und jetzt kommt dementsprechend je nach Angabe auf den Flaschen Leimung und Fixierung dazu. Wenn man damit jetzt fertig ist, hier ist sogar schon ein kleiner Fremdkörper drin, ekelhaft. Wenn man damit fertig ist, ich mache dann nochmal mit dem Mixer so ein paar Umdrehungen, um das gut zu vermengen. Und dann kommt das als nächstes erstmal das Interessanteste, was die Farbe angeht. Ich habe hier dieses Moosgrün von einem Papierfachgeschäft, aber ich habe euch ja auch verlinkt, wo ihr die Farben beziehen könnt. Wie viel Farbe da rein muss, das ist eine Sache von Try and Error, ausprobieren. Auch dafür benutze ich wieder diesen kleinen Löffel. Ihr könnt auch was anderes nehmen, aber diese Löffel machen es halt relativ einfach, weil man nicht ständig irgendwo irgendwas drauf machen muss und Wagen anschalten muss. Und ich fange jetzt mal an mit 30 Milliliter, tue diesen in diesen Topf hinein und versuche das jetzt nochmal zu vermengen. So, wie ihr sehen könnt, sieht das schon wirklich nach relativ schönem Moosgrün aus. Man muss aber wissen, wenn man diese Blätter nachher getrocknet hat, verlieren sie wieder einiges an Farbe. Deshalb tue ich jetzt mal vorsichtshalber nochmal 30 dazu. Es kann auch sein, dass es zu dunkel wird, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es am Ende immer eher ein bisschen zu hell ist und sich die Farben dann auch so ein bisschen ändern. So, jetzt habe ich hier also 100 Gramm Rohmasse und insgesamt 60 Milliliter grünes Pigment. Ich werde das nochmal vermengen. Ich würde sagen, das reicht. Und jetzt geht's zum nächsten Schritt, der was mit der Bütt zu tun hat. Was ihr hier seht, ist eine echte Bütte. Ein rundes oder ovales Gefäß ohne Deckel. Und da ist der Faserbrei drin. Der muss gut mit Wasser vermengt sein und ihr seht jetzt die Hände dieses jungen YouTuber-Kollegen, der gleich sein erstes Blatt Papier schöpfen wird.
Er nimmt das Sieb, taucht es in das Faser-Wasser-Gemenge rein, lässt kurz abtropfen und im Prinzip hat er jetzt sein erstes Blatt Papier gemacht. Sieht gar nicht so schwer aus, ist es eigentlich auch nicht. Das hier ist meine Bütt, die ist nicht rund oder oval, sondern viereckig und wird hier gerade mit Wasser befüllt. Jetzt wird es interessant, weil jetzt kommt die Pulpe ins Wasser. Man muss nicht immer alles sofort reinmachen, man kann einfach mal gucken, wie es sich so vermengt. Also prüft einfach mit den Händen nach, ob ihr das Gefühl habt, da ist irgendwie was drin. Wenn ihr zu wenig reintut, wird es schwierig, was Gutes rauszuschöpfen. Wenn zu viel drin ist, ist das Papier nachher zu dick. Ich mache immer so einen Handtest und gucke da mal, wie es aussieht. Und tatsächlich, also jetzt finde ich, sieht jetzt ganz gut aus, wenn man so eine Handvoll nimmt und lässt das Wasser abfließen, dann hat man durchaus hier auch schon Fasern in der Hand. Jetzt erstmal den Pausch vorbereiten. Dazu nehme ich das Holzbrett, was ich euch vorhin gezeigt habe. Ich mache das jetzt so, weil das Brett schon ziemlich versifft ist und auch die Filzmatten schon ziemlich alt. Ich nehme als erstes zwei Filzmatten, lege die möglichst gerade da drauf. Die sind jetzt wirklich nass, platschen richtig. Und lege die jetzt gleich auf einen festen Untergrund, weil da kommt gleich das Papier drauf. Euch ist wahrscheinlich aufgefallen, dass hier noch was fehlt, nämlich die Blüten. Und die kommen jetzt als letzter Schritt vor dem eigentlichen Schöpfen dazu. Also hier gilt auch, man kann immer noch was, wenn man zu wenig hat an Blüten, immer noch was hinterher schütten. Wenn man einmal zu viel da drin hat, sind die da drin. Und dann muss man sie vorsichtig vermengen. Bei diesen Bütten ist es so, dass sich die Blüten immer sofort in den Ecken sammeln. Und man muss gucken, dass man die da wieder rauskriegt. So, jetzt geht es los. Hier ist das Schöpfsieb und der Schöpfrahmen. Und man tunkt das jetzt vorsichtig da rein und versucht, den richtigen Mittelweg zu finden zwischen zu viel und zu wenig Pulpe. Das ist einfach eine Übungssache. Ich bin auch nur Amateur und Laie. Ich kriege es auch häufig nicht hin. Aber ich versuche es jetzt mal. Man muss gucken, dass das Wasser nie so ganz völlig still steht, weil dann sackt sofort alles an Faserstoff nach unten ab. Immer so ein bisschen in Bewegung halten, dann schräg reintauchen und dann so hoch machen. Ich weiß, sehr eloquent beschrieben. So, dann hat man das fertig geschöpft, muss es ein bisschen abtropfen lassen. Man sieht, hier fließt das Wasser ab, so ein bisschen zumindest. Und dann kann man sein Blatt, sein erstes Blatt, das ist jetzt nicht schlecht gelungen, hat eine ganz schöne Blütenverteilung, vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich glaube, das geht alles noch. Und jetzt lege ich dieses erste Blatt ab. Den Vorgang des Gauchens, also des Ablegens, den zeige ich euch hier. Normalerweise macht man das nicht auf der Bütt. Aber ich kann die Kamera jetzt mit den nassen Händen nicht mehr anfassen und zeige es euch einfach hier. Man hat also das Sieb mit dem fertigen Blatt und legt das jetzt vorsichtig hier an den Kanten auf. Da muss, das Filz muss nass sein, wie schon häufiger gesagt. Legt es vorsichtig ab, kann es mit den Händen mal kurz ein bisschen festdrücken und nimmt dann vorsichtig das Sieb wieder ab. So, und dann kann das passieren. Sehr gut, Vorführeffekt. Das hat einfach nicht funktioniert. Wenn das hier oben passiert, kann man sich die Pulpe nehmen und wieder zurück in die Bütt machen. Man muss dann allerdings dieses eine Filz dann als verloren ansehen und ein weiteres drauflegen. Ich versuche das nochmal, sonst muss ich die Kamera vielleicht wirklich abbauen. Zurück zur Papiermühle Alte Dombach. Da ist der YouTuber-Kollege dabei, noch ein Blatt Papier zu schöpfen. Er macht eigentlich nichts anderes als ich, also der Vorgang ist einfach immer ganz, ganz ähnlich. Der Einfachheit halber hat man hier allerdings keine Filzmatten wie ich, sondern Fensterleder und der Untergrund ist leicht rund, lässt sich also besser abrollen. Das geht genauso wie bei mir. Fensterleder ist vielleicht ein bisschen teurer als Filz, aber vielleicht auch nicht, müsst ihr sehen. Es geht beides. Also nächster Versuch. Hier ist das Blatt. Hier ist das nasse Filz. Ich lege das Sieb da drauf. Rolle ab und versuche es nochmal. Und tatsächlich, diesmal hat es besser geklappt. Hier ist zwar immer noch eine Ecke weg. Ich glaube, das ist... So. Die Ecke ist nachher zwar auch verloren, aber jetzt hat man hier ein Blatt.
das tatsächlich so aussieht, wie am Ende nachher das fertige Papierblatt. So, das nächste, was wichtig ist, sofort ein neues Filz drauf zu machen. Und da kommt es auch darauf an, dass nicht wieder irgendwas auf das Blatt tropft. Deshalb nimmt man das Filz mit beiden Händen an den Ecken, lässt es etwas abtropfen und legt es dann vorsichtig mit genau dieser Bewegung auf das Blatt drauf. So, ist jetzt nicht hundertprozentig gerade, aber solange das Blatt geschützt ist, reicht das eigentlich schon. Das ist der Vorgang des Gouchens, also des Ablegens. Und das kommt jetzt alles nacheinander. Papier, Filz, Papier, Filz, Papier, Filz. Und ihr könnt da jetzt bei zusehen. Papier zu schöpfen ist kein Hexenwerk. Es ist ein altes Handwerk. Man muss nur ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel Faserbrei auf dem Sieb hat und nachher eine dicke Pappe hat oder zu wenig hat und gar kein Blatt am Ende bei rauskommt. Man muss einfach ein bisschen vorsichtig sein, sich ein bisschen konzentrieren. Es ist gar nicht mal körperlich so wenig anstrengend. Man muss sich bücken und man muss immer wieder verschiedene Handgriffe machen, die wiederholen sich, aber man hat durchaus körperlich Arbeit. Derjenige, bei dem ich das gelernt habe in einem Workshop, den Link findet ihr unten in der Infobox, hat mir mal gesagt, dass selbst die besten Papierschöpfer das 10. Blatt verhauen. Das heißt, wenn ihr 9 von 10 Blättern gut hinbekommt, seid ihr fast schon Profis. Ihr seht jetzt, wie ich immer wieder das Gleiche mache. Ich tauche ein, rüttel ein bisschen rechts und links, um den Faserbrei gut zu verteilen. Das muss man nicht immer unbedingt, aber ich habe das so gelernt, deshalb mache ich das jetzt einfach mal so. Und jedes Mal, wenn ich damit fertig bin, den Deckel abnehme, habe ich ein neues Stück Papier. Dann geht's ans Ablegen, ans Gouchen. Ich lasse das abtropfen, schaue mir hier an, ob es gut funktioniert hat und mache dann das, was ich jedes Mal im Wechsel mache, nämlich schöpfen, gouchen, schöpfen, gouchen. Das ist jetzt ganz schön geworden, das Blatt Papier. Finde ich sehr schön homogen, ein neues Filz drauf und dann geht die ganze Sache wieder von vorne los. Ich weiß nicht, ob ihr das beim letzten bemerkt habt, da ist mir tatsächlich vom Deckel ein kleiner Tropfen runtergetropft und hat das Blatt vertropft. In diesem Fall habe ich aus Versehen zu viele Blüten reingeschöpft, ich habe nämlich nochmal nachgelegt. Aber ich sage es nochmal, wenn es euch nicht um Perfektion geht, dann seht das einfach als kleine individuelle Eigenheiten des jeweiligen Stückes Papier an. So, und ich habe jetzt bald 10 Blätter geschöpft, das ist für mich immer so das, was ich mit 100 Gramm gut hinbekomme und dann geht's weiter. Irgendwann seid ihr mit dem Gouchen fertig und habt einen sogenannten Pausch. Der Pausch ist die Summe aller geschöpften Blätter. Das sieht so aus. Das sind jetzt die Filzmatten, dazwischen ist das Papier. Hier oben habe ich eine Filzmatte zu wenig gehabt und habe ein nasses, ausgewrungenes, also feuchtes Stück von diesem Faserwischzeug genommen. Das funktioniert manchmal auch, aber wirklich nur als letztes Blatt, weil ein richtig schönes Ergebnis gibt es nicht. Was ihr dann macht, ist das zweite Brett oben drauf legen und dann müsst ihr das irgendwie befestigen. Ich mache das mit diesen Schraubzwingen hier aus dem Baumarkt. Wichtig ist einfach, dass das Wasser, was da noch drin ist, auf diese Art und Weise schneller abfließen kann. Auch das machen die Profis natürlich anders und das hat man auch damals schon mit solchen Pressen gemacht. Man sieht hier den Pausch, der da drin ist. So sieht es heute aus, eine moderne Presse. Und da geht natürlich noch mal mehr Wasser raus, wenn man die richtig feste zusammendreht. Elektronische Pressen gibt es auch, wie hier im LVR-Museum. Da muss man sich dann noch nicht mal mehr körperlich anstrengen. Wenn man mit allem fertig ist und den kompletten Pausch, also alle gegouchten Blätter und Filze fertig hat, stellt man die einfach mal in die Ecke und lässt sie abtropfen. Und genau das mache ich jetzt. Dann verlieren die so ziemlich viel an Feuchtigkeit, nie ganz alles. Aber sie verlieren so viel an Feuchtigkeit, dass man gut mit ihnen weiterarbeiten kann. Der nächste Schritt und der eigentlich auch letzte in dem ganzen Prozess ist, das Papier zu trocknen. Dafür gibt es viele Möglichkeiten. Man kann es einfach auf ein anderes Stück saugfähiges Papier legen oder auf ein Stück Wellpappe legen. Man kann es auf aufgespannte Baumwolllaken drauflegen und trocknen lassen. Ich mache das so, dass ich es einfach auf Holzbretter drauf pinsel. In der Papiermühle hat man das einfach oben auf dem Dachboden getrocknet. Das hat ein paar Tage gedauert, dann war es fertig. Wir lassen erstmal den ganzen Pausch eine ganze Weile trocknen.